Es herrscht wieder Krieg in Europa. Und auch hier haben Menschen aufeinander geschossen. Vor gerade mal 80 Jahren, am Westwall. Die Alliierten gegen die Deutschen. Die Panzersperren erinnern an den Schrecken von Krieg und Waffengewalt. In der Gegend sind Waffen seit damals eigentlich total verschrien. Trotzdem werden heute hier Waffensysteme gebaut und das Schießen trainiert. Was ist toll an Waffen? Das habe ich noch nie verstanden. Ich will herausfinden, warum Menschen schießen wollen und was Menschen an Waffen heute noch fasziniert. Jawohl! Schießen. Tikalashnikov. Ja. Mein Ding ist es nicht. Jawohl! Laden. Jetzt geht's um Gewinnen oder Verlieren. Waffen bauen, verkaufen und damit schießen. 7 Tage bin ich als Pazifist unter Waffen. Eine Woche in einer Waffenfabrik, in einem Waffenladen und im Schießkino. Mein erster Tag. Das sind die Spuren von Sportschützen. Die meisten haben eigene Waffen. Immer wieder sind Waffen in Privatbesitz ein Problem bei brutalen Verbrechen. Die beiden Polizisten in Kusel, getötet mit einem Jagdgewehr. Der Amoklauf in Winnenden, vom Sohn eines Sportschützen. Der rechtsradikale Attentäter von Hanau, auch ein Sportschütze. Die leeren Hülsen soll ich sortieren. Plastik und Metall. Georg Heinz zeigt mir, wie. Ein paar Mal durchrühren, ob da nichts drin ist. Das war's schon, oder? Würde ich jetzt in die rote, weil die rote dann nehmen wir immer zum. Das sollen die guten werden. Er hat das Eifler Familienunternehmen aufgebaut. Eine Maschinenbaufirma, die seit den 90er Jahren auch Waffen herstellt. Ja, ganz schön laut, ne? Muss das aber machen jetzt. Kundenbesuch. Die Munition verkauft Norbert Hoffmann. Also, ich brauche 30,06. Okay, gehen wir mal gucken. So, was brauchst du denn? Was schießt du? Celi und Benno. Das ist 50, das sind 20er-Packungen. Dann brauche ich noch für den Sohnemann Luftgewehrpatronenkugeln. Sohn schießt auch. Jäger und Sportschützen kommen hierher einkaufen. Der einfachste Weg zu einer Waffe? Mitglied in einem Schützenverein werden. Dort muss man mindestens ein Jahr lang regelmäßig schießen. Aber es gibt auch Waffen, die einfach jeder kaufen kann. Kommen die anderen wieder alle zurück. Einfach nur aus Spaß. Hier sowas, das ist eine Armbrust. Also, sogar die ist noch waffenscheinfrei, aber da hättest du wesentlich mehr Schmackes. Winnenden, Hanau, Idar-Oberstein. Immer wieder hört man, dass Menschen erschossen werden. Ich kann nicht verstehen, warum man diese Teile zu Hause hat. Egal ob Sportschütze oder nicht. Der Gedanke, dass jemand seine Waffe zum Töten missbraucht, macht mir Angst. Ist das nicht was, was immer wieder mal passieren kann? Also, dass irgendwie ein ungeübter Sportschütze irgendwie jetzt seine Waffe dabei hat und dann sich verteidigen will oder sowas? Das glaube ich nur ganz und gar nicht. Das würde ich jetzt mal ganz stark anzweifeln. Warum? Wie? Warum kann das nicht? Weil ein Sportschütze einfach es auch lernt in den Waffensachkundenlehrgängen, dass man immer die Verhältnismäßigkeit wahren muss. Ne? Er lernt auch dabei, dass er, wenn er eine Waffe zum Einsatz bringt, in 99% der Fälle im Unrecht ist. Wenn man mal so guckt nach Idar-Oberstein, ne, was dort passiert ist, da hat ja jemand mit einer Waffe geschossen. Das hätte doch nicht passieren können, wenn es keine Waffe gegeben hätte. Das mag sein. Wenn der speziell keine gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich nicht vorgekommen. Ne? Aber die Leute, die werden ja heutzutage sehr überprüft, die eine Waffe haben. Und vielleicht ist da was falsch gelaufen. Und man hätte dem längst die Waffe entziehen müssen. Was lässt sich denn tun? Wo lässt sich denn ansetzen, um so einen Waffenmissbrauch zu verhindern? Um das zu verhindern, müsste man meiner Meinung nach sämtliche Ballerspiele, die es im Fernsehen, auf Handys gibt, rigoros verbieten. Ich habe mir da 2-3 Mal solche Dinge angesehen. Sowas werde ich mir nie mehr ansehen. Ich denke, dass da im Kopf was vorgeht. Dass die überhaupt nicht mehr, die sehen gar nicht mehr die Gefahr in so einer Waffe drin. Und wenn man die nicht mehr sieht, dann fängt es an und dann wird es wirklich gefährlich.
Und warum muss das sein? Warum muss ich das trainieren, auf andere Leute zu schießen? Sehe ich keinen Sinn drin. Und könnte man aber über Luftgewehre nicht auch sowas sagen? Also warum muss man überhaupt so an Schießen rangeführt werden? Ja, das ist ja Präzision. Da schieße ich ja nicht auf andere Personen und gehe da in Wettbewerb mit meinen Kollegen oder mit mir selber. Aber ich schieße doch nicht auf Personen. Aber ist nicht so ein Erstkontakt auch schon gefährlich? Also sei es jetzt über Computerspiele oder über Luftgewehre? Ich glaube nicht, wenn man das mal untersuchen würde, dass Sportschützen oder Leute, die Luftgewehr schießen, dass die sehr viel sich mit so Ballerspielen beschäftigen. Ich glaube, dass das eine ganz andere Liga ist, die sich damit beschäftigt. Und wenn die dann mal eine scharfe Waffe in die Hand bekommen, dann sehe ich da schon eine Gefahr. Zweiter Tag. Heute steht sogenanntes Fun-Schießen auf dem Programm. Auf bewegte Ziele. Georg und ich bereiten die Leinwände im Schießkino vor. Und das hier sind die Videos, die du zur Verfügung hast? Ja, da sind hinter jedem Button sind verschiedene Filmsequenzen hinterlegt. Das sind die einfacheren Übungen. Mit einem langsamen Wildschwein? Korrekt, oder andere Wildarten. Okay. Und dann halt ab 26 sind die rot. Die sind also extrem schnell. Das muss schon ein sehr geübter Schütze sein, die da jetzt. Und, triffst du die? Also es gab Zeiten, habe ich die gut getroffen. Nur ich schieße in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Ne? Weil irgendwann hat man so viel geschossen, dann ist der Reiz auch ein bisschen weg. Die Kunden, Lydia und Tim, die beiden wollen einfach mal ein bisschen rumballern. Im Internet haben sie das als Event für 70 Euro gebucht. Hallo. Lydia kennt sich mit dem Schießen aus. Hallo zusammen. Sie ist Soldatin. Sie weiß es ja, weil sie Ausbildung bei der Bundeswehr hat, wie gefährlich die Sache ist. Es soll ja ein bisschen Spaß machen jetzt in die Duelle ziehen, aber wir müssen auch Vorsicht walten lassen, weil wir ja alles mit scharfer Munition schießen. Und nicht, dass es dann nachher heißt, nach dem dritten Schuss, na Schatzi, hast du gesehen, ich bin in Führung gegangen und dann hast du dich mit einer geladenen Waffe rumgedreht. Das darf auf keinen Fall passieren. Ja, die Kalaschnikow. Ja. Wenn ich euch die gebe, setzt sie auf Düfte, da festhalten, Haken ganz nach hinten ziehen, flitschen lassen. Dass das Ding richtig mit Federkraft zack vorne zugeht, ist das Ding geladen. Wenn es jetzt ein Original wäre und ihr kämt da den Abzug, brumm, wären die 5 Schuss weg. Das ist im Zivilen verboten, darf hier nur Militär und Polizei. Hast du so eine Einstellung Waffen gegenüber? Also so, glaube ich, wie man hier in Deutschland damit aufwächst. Es gibt Waffen, man kennt die Gefährlichkeit der Waffen, man kennt es auch als Sport. Mein Schwiegerpapa macht es zum Beispiel auch als Sport, als Deutscher hier in Deutschland. Ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, mir jetzt eine nach Hause mitzunehmen. Also so eine Angst habe ich nicht oder ich brauche nicht diesen Schutz, den vielleicht andere dadurch sehen. Ich finde, es ist ein Sportgerät und natürlich, wenn man es beruflich benutzen muss, ist es natürlich auch eine Verteidigungssache. Ich nehme es heute als Spaß mit, würde ich sagen. Als Duell. Als Duell, ja, auch als Duell, wie als du schon Duell. Sagst. Der Bessere gewinnt. Ja, ich gehe ja eigentlich immer mit seiner Frau, mache ich ja immer solche Unternehmungen und heute ist er mal dran. Und ich habe ihm das halt zum Geburtstag geschenkt. Ja, das lösen wir ein. Ja. So. Spannen, ja, ziehen, flitzen, das ist perfekt. So, dann nimmst du die 5 Scheiben auf der linken Seite. Ich bin überrascht, wie schnell die beiden eine Waffe in die Hand bekommen. Wuhu! Pass auf, die hat schon geladen. Ach so. Nicht nochmal nachladen, ist ein Halbautomat. Jawohl! Nachladen. Tims erster Schuss. Ich schaue erstmal nur zu. Eine 7. Tim geht in okay. Führung. 44 zu 47. Ja, die erste Runde hast du verloren. Ja. Aber okay. Oh. Ist gut. Ich frage mich, wie sich das anfühlt, Schießen. Die Waffen kriegen immer was Großes angedichtet. Du hättest, wenn jetzt einer angeln geht, hättest du den gefragt, was fühlst du denn, wenn du eine Angel in der Hand hast? Ja, das ist, und der Tennis spielt, der hat seinen Tennisschläger. Und man
man assoziiert direkt, wenn dann eine Waffe, der kann auch was Schlimmes machen. Das kann der natürlich. Es, irgendwo ist es dann unfair gegenüber, dass man dann immer, oh, der hat Waffen. Du wirst direkt in der Ecke gezwängt, dann... Du hättest dich nicht sowas gefragt, wenn sie angeln gingen. Ist das bei Waffen nicht so, dass er noch so mitschwingt, dass man sie auch missbrauchen könnte? Doch, also doch, das schwingt immer. Also ich finde auch, ein Kampfhund, die müssen ja einen Wesenstest machen, dass sie halt keinen Maulkorb tragen müssen. Das ist genauso wie ein Mensch bräuchte, glaube ich, so eine Art Psychologentest, damit er einen Waffenschein machen darf. Nicht jeder darf sich so ein Ding kaufen, nee, ne? Muss ja erstmal festgestellt werden, ob die da oben ganz super sind. So einen Test gibt es aber für Menschen über 25 nicht. Kreisverwaltung und Verfassungsschutz überprüfen nur persönliche Eignung und Zuverlässigkeit. Georg meint, das reicht. Aber er weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schnell etwas schiefgehen kann. Das war zu meiner Militärzeit. Wir mussten dann nachts im Winter Wache gehen. Dichter Nebel, haben unterm Arm eine scharf geladene Waffe, den Finger am Abzug. Und auf einmal spricht mich einer von der rechten Seite an und der Hund kläfft auch noch. Und da hätte ich um Haaresbreite hätte ich an dem Abzug gezogen, so habe ich mich erschrocken. Und da habe ich gemerkt, du musst aufpassen, wenn du sowas in den Fingern hast mit dem scharfen Abzug, da kannst du ruckzuck einen Fehler machen. Und das ist mir schon in die Glieder gefahren. Dritter Tag. Ich helfe im Büro. Hier kommt die ganze Familie zusammen. Mutter Renate Heinz und Sohn Philipp. Haben Sie selber auch schon mal im Schießkino selber geschossen? Ja, das habe ich auch, aber ich bin nicht der Waffenfan. Warum? Ich bin zwar in einer Jagdfamilie aufgewachsen, mein Vater war Jäger, mein Bruder ist Jäger, aber ich selbst habe an der Waffe nicht den Spaß. Ein Jagdgewehr gibt es hier schon ab 2.500 €. Ja, eine Waffe, die mir halt gefällt, das sind halt so mit den Holzschäften, das sowas hier. Das kommt in meine Richtung, aber wenn ich jetzt hier so Plastik, das... So zu Hause aufhängen? Wäre nix. Nein. Zu Hause keine? Nein, wir haben keine Waffen zu Hause, nein, gar nicht. Noch nicht mal eine Schreckschusspistole. Ich mag keine Waffen im Haus. Manche, die holen sich die ja für die Abwehr. Ja. Und ich sage, mit einer Waffe muss man umgehen können, auch mit einer Schreckschusspistole. Sonst ist die für mich gefährlicher als wie keine Waffe. Mhm. Dann hole ich mir lieber einen Stock, den beherrsche ich. Mhm. So sehe ich das. Aber wenn ich eine verkaufe, dann sage ich auch zu denen, übt damit. Lass sie nicht in einem Kasten liegen und hol sie nur im Notfall raus. Aber man darf ja auch nicht auf Menschen schießen. Das muss einem ja auch klar sein. Können denn alle mit ihren Waffen umgehen? Die hierher kommen? Ja, sie kommen ja auch hier zu uns ins Schießkino, um das wieder zu erlernen oder sich nochmal mit der Waffe vertraut machen. Heute will ich das selbst versuchen. Ist das jetzt eine Waffe, die für Einsteiger geeignet ist? Ja, die Handhabung ist relativ einfach, deshalb nehme ich die gerne jetzt. Ja, ich bin aufgeregt. In meinem Kopf alle möglichen Unglücksszenarien. So, jetzt nehmen Sie die Waffe mal in der Hand. Ja. Und zwar mit der rechten Hand hier reingreifen. Hier in den... Ja. Okay. So, dann die Waffe an die Schulter. Wir gucken jetzt hier drüber. Und müssen versuchen, dieses Korn in der V-Kimme hier unten reinzukriegen. Und das Ganze muss auf dem Ziel sein. Beim Schuss passiert das hier. Boah! Okay. Ne? Genau das passiert mit Ihnen. Okay, deswegen muss ich so ein bisschen nach vorne stellen. Dann muss ich richtig gegen die Waffe stützen. Und wenn ich hier schiebe, dann darf das nicht rückwärts gehen. So ist das gut. Ja. Das steht schon besser. Mhm. Das ist doch voll das Konzentrationsding. Man kann gar nicht so lange dahin gucken. Ja, lass mal ab. Okay, ja. Das ist nicht ganz so einfach, ne? Das ist nicht ganz so einfach, nee. So, ich mache in das Magazin jetzt hier rein, in die Waffe. Ist das normal, dass man aufgeregt ist beim ersten Mal? Weiß ich nicht. Das ist lange her bei mir. Dann gehen Sie langsam mit dem Finger in den Abzugsbügel.
an den Abzug. Oh, nichts passiert. Oh, da hat man die Sicherung nicht raus. Entschuldigung. Oh, fuck. Ich gebe sie mir die Waffe nochmal. Nein, dann kannst du noch einmal. Dann mit dem Finger ganz langsam in den Abzugsbügel rein und dann langsam zum Abzug. Okay. Fest an die Schulter ziehen. Mhm. Oh. 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 Aufmachen, Waffe öffnen. Ja. Feste. Und dann ablegen. Ja. Mhm. Krass. Schon, man spürt schon, dass das Teil ordentlich Kraft hat. Wo habe ich hingetroffen? War circa einen Meter zu hoch. Also die Richtung war okay, aber von der Höhe. Es macht auf der einen Seite total Angst und irgendwie, aber wenn man es dann gemacht hat, es gibt so wie so Achterbahnfahren, so einen kurzen Adrenalinkick und man denkt so, oh, ich will noch mal. Mein nächster Tag unter Waffen. Ich tauche noch tiefer in diese Welt ein. Die Waffenschmiede. Der Sohn vom Chef, Philipp Heinz, konstruiert gerade eine moderne Variante des 98er-Systems. Ein wichtiges Bauteil für Gewehre. Das 98er-System ist halt irgendwo eine Art, ich sage immer, das ist eine Art Legende, weil das ist 1898 entwickelt worden von dem Herrn Mauser, deswegen 98er-System. Und das ist eigentlich weltbekannt. Man kann immer was Neues entwickeln, aber wenn sich etwas Altes bewährt hat, warum dann nicht einfach das Ganze weiterentwickeln? Und es hat auch irgendwie was mit Tradition zu tun. Und unsere Kunden, die wir haben, das sind halt auch Kunden, die sehr traditionell aufgestellt sind. Daniela Truckenmüller ist Ingenieurin. Hat sie Skrupel, Waffenteile zu konstruieren? Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich an sich jetzt nicht kein Waffennarr bin und auch jetzt selber dann auch nie schießen würde, das ist dann auch für mich auch in Ordnung, wenn ich auch weiß, dass da jetzt keine Kriegswaffe entsteht oder ähnliches. Da könnte ich dann wirklich, möchte ich dann auch nichts damit zu tun haben. Aber wofür die dann benutzt werden, für zum Beispiel auf die Jagd zu gehen, das finde ich dann auch in Ordnung, aber das weiß man dann ja leider auch nie. Ne? Immerhin waren Waffen mit dem 98er-System im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Könnte so ein Gewehr auch heute noch als Kriegswaffe eingesetzt werden? Unsere Dreharbeiten waren vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ich wollte danach zu dem Krieg noch ein paar Fragen stellen, aber die beiden Chefs wollten nicht mit mir darüber reden. Philipp zeigt mir die Fräse. Immer weiter drehen, genau. Weiter. Ja, da brauchen wir schon Muckis. Genau, da hast du gehört, jetzt ist der fertig. So. Aus diesem Metallteil wird jetzt der Deckel für ein Patronenfach. Gibt es denn manchmal aus deinem Freundeskreis eine komische Reaktion, als du erzählt hast, dass du Waffen herstellst? Ich versuche, dieses Thema meistens auszusparen. Wenn man neue Leute kennenlernt, es gibt ja schon Leute, die haben ein distanziertes Verhältnis zu Waffen. Deswegen breche ich nicht immer direkt damit vor, dass wir Waffen herstellen. Erzähl gerne erstmal ein bisschen so vom Maschinenbau. Und dann hat man so ein bisschen Angst, weil man nicht weiß, wie reagieren die drauf. Aber ich habe bisher tatsächlich noch nie den Fall gehabt, dass jemand da gesagt hat, so, oh, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, sondern tatsächlich war es meistens eher Neugier. Ja. Passt? Ja, das ist in Ordnung. Passt hier, ja. Man sieht der Fabrik nicht an, was hier eigentlich hergestellt wird. Wie kann man Waffen bauen, wenn man nicht kontrollieren kann, was damit passiert? Jedes Jahr gibt es tausende Straftaten mit Schusswaffen. Zuletzt wurden bei Kusel zwei Polizisten mit Jagdwaffen getötet. Jagdwaffen, die nie dafür bestimmt waren, gegen Menschen gerichtet zu werden. In ähnliche wird auch das 98er-System aus Großkampenberg eingebaut. Ich helfe Toni Hirscher bei der Montage. Das nimmt das ganze Teil, ja. Ja. Oh, es hat Gewicht. Ja. Das Teil bekommt eine Waffennummer. Krass, das ging schnell. Das war's schon. Okay, krass.
Und jetzt ist es sozusagen, wenn es jetzt eine Nummer hat, ist es eine offizielle Waffe. Genau. Können wir auch was anderes reinschreiben? Was willst du denn da reingeschrieben haben? Für den Weltfrieden. Ja, ist zu lang der Satz. Nee, nee. Toni hat als junger Mann gedient. Was war denn das für eine Zeit bei der Bundeswehr, als du dann zum ersten Mal so eine Waffe in der Hand hattest? Ja, cool, das war in den Jahren, als Rambo im Fernsehen kam, das war, ja, man wollte mal Rambo sein, ne? Ich war gerade mal 18 und ja, war noch ein Kind, ne? Hab auch einige Unfälle erlebt. Echt, was ist denn passiert? Da ist jemand umgekommen. Ein Reservist beim Schießen mit dem Panzer, mit der Kanone. Ja, wir hatten Nachtschießen und vom Funkturm kam der Schießbefehl. Und dann fiel aber kein Schuss im Panzer. Wir haben nichts gehört. Und da haben die den Panzer wieder angefunkt, ne, kam nichts mehr. Und ja, da sind wir da rüber, haben reingeschaut. Ja, und dann kam ein Schwerverletzter, der kam selber noch raus. Einer ist dann umgekommen. Und es stellt sich dann später raus, dass die Patrone, der Patronenboden einen Riss hatte und der ist nach hinten auseinandergeflogen. Deswegen war innen drin alles kaputt. Ja. Deswegen, wenn du sowas erlebt hast, hat man schon großen Respekt vor so einer Waffe. Und wenn ich selber schieße, ich schaue mir die Patronen an, ich achte, was ich tue. Ja. Das ist krass gefährlich, so ein Teil. Schon krass, ja, natürlich. Weitermachen. So. Passt. Ein Büchsenmacher muss die Waffe jetzt zusammenbauen. Das passiert woanders. Mit Lauf und Holzschaft. Ein Jagdgewehr. Mein letzter Tag von 7 Tagen unter Waffen. Die Meisterschaft der Sportschützen aus der Region. Vorher muss die Leinwand abgehängt werden. So viele Löcher. Nach so circa im Durchschnitt nach so 120, 50.000 Schuss, dann muss ich es erneuern. 50.000 Schuss. Ja. Ist das Lager? Das ist das Lager. Ich gehe mal hoch und gebe dir die Scheibenträger an. Ach, solche Teile sind das. Oh, das hat aber jemand sich ein bisschen verschossen, oder? Gerade die Anfänger. Ja, aber das passiert jedem Mal, dass man mal einen daneben hat. Ja. Du würdest schon immer die Scheibe treffen. Ja. Ja, jahrelange Übung. Echt? Seit wann? Ich bin jetzt Sportschütze seit 15 Jahren. Seit wie alt war? Mit 16 habe ich angefangen. Okay. Und habe klassisch aber mit dem Luftgewehr angefangen und jetzt seit knapp 10 Jahren bin ich hier im Verein und schieße dann. Wann kann man denn anfangen zu schießen? Ja, wenn man Luftgewehr anfängt, wenn man richtig gut werden will, fängt man am besten mit 12 an. Mit 12 Jahren? Ja. So jung? Ja. Oh, ganz schön jung. Dann kann das dir was werden. Das ist Markus Hack. Er ist seit der Vereinsgründung 2007 dabei. Es ist jetzt 9.13 Uhr, 30 Minuten Zeit, Feuer frei. Du musst dich auf die Scheibe konzentrieren und du musst die Hand halt eben ruhig behalten. Also ich für meinen Teil konzentriere mich komplett auf die Schießtechnik, dass ich einen ruhigen Stand habe, dass du langsam die Waffe von oben nach unten ins Ziel reinfährst, also Kimme Korn übereinander bringen, dann langsam runterfahren. Und da musst du dich wirklich auf dich selbst konzentrieren. Sicherheit. Bist du fertig? Jawohl. Und Trefferaufnahme. Ei, ei, ei. Das ist das, was ich eben meinte mit dem Zittern oder dem Hochziehen von der Waffe, was dir dann irgendwann passiert. Das ist halt so. Na ja, gut. Jetzt ist es so. Jetzt ist es amtlich Sonntagmorgen. Wie heilig sind einem denn so die eigenen Waffen? Ziemlich. Ziemlich. Weil du nicht da mit der Besein gefunden hast, die. Das ist wie. Die muss auch mal ein paar Mal gestreichelt werden. Das hilft nichts. Ich schieße auch mit. 3. Nach der Woche habe ich mich verändert. 4. So sozusagen. Genau. Ob das gut ist?
Kann ich? Ja, kannst. Okay, nochmal spannend, ne? Jetzt fängst du an, Spaß zu machen. Ja, tatsächlich. Ich bin schon ein bisschen stolz. Ich habe 2 9 geschossen. 4 8. 7 und eine 6. Ja, das war so ein bisschen, das war die erste wahrscheinlich. Mit dem Ergebnis hättest du jetzt auch bei der Meisterschaft hier mitschießen können. Ja, echt? Ja. Meinst du? Ja, war es nicht der schlechteste. Juhu! Hast sogar einen 10er gemacht. Super. Ich bin selbst etwas erschrocken, denn zielen, besser werden wollen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Abends helfe ich Seniorchef Georg ein letztes Mal. Nachdem wir jetzt auf dem Schießstand waren, und du die Waffe dreckig gemacht hast, darfst du die auch wieder sauber machen. Dazu ist wieder wie beim Schießen auch Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Es ist merkwürdig, aber nach wie vor sind die meisten Unfälle, die mit Waffen geschehen, geschehen beim Reinigen. Nein. Und jetzt? Bis komplett durch. Ach, nur einmal durchziehen einfach? Komplett durch. Das heißt, okay. Lauf durchziehen. Ah, okay. Ich muss jetzt nicht so schrubbeln oder so. Sondern nee. Jetzt könnte ja irgendwo was hier losgegangen sein und abgerissen sein. Ja. Deshalb immer wieder überprüfen, ist der Lauf sauber. Okay. Man nimmt einen Fingernagel, steckt den hier rein. Ja. Und den nutzt man quasi als Spiegel. Ja. Und hält den ins Licht. Ja. Und schaut dann von oben durch den Lauf. Oh, das mache ich aber sehr ungern. Ja, ich sehe den Fingernagel. Ja, und dann kann man auch genau sehen, ob der Lauf sauber ist. Mhm. Es ist ziemlich gruselig, in so einen Lauf reinzugucken. Ist aber sauber. Ja gut, es ist ein metallisches Rohr, mehr nicht. Ja, das stimmt. Ja, du hast mir das eingebläut, dass man da, dass man das nicht macht und dass man da Respekt vor hat. Ja. Ich habe selbst erlebt, was am Schießen Spaß machen kann. Und trotzdem macht mir das Thema Waffen Sorgen. Kann Georg das verstehen? Warum muss denn überhaupt noch mit Waffen geschossen werden? Ich kann das nicht verstehen. Es ist nicht die Waffe das Gefährliche. Das Gefährliche ist der Kopf der Menschen. Und der Kopf der Menschen, der wird heute so manipuliert von allen möglichen Medien, dass die Gefahr da meiner Meinung nach vorhanden ist. Nicht in dem Gerät. Das Gerät ist, Sie sehen hier, das Gerät, das wird niemals einem Menschen was tun. Erst wenn ein Kopf dahinter steht, der nicht mehr in Ordnung ist. Verändern die nicht auch einen Menschen? Also nicht jeden, aber gibt es nicht so diese extremen Einzelfälle, die, wenn sie eine Waffe in der Hand haben, überhaupt erst auf die Idee kommen, wie in Ida Oberstein dann irgendwie jemanden zu erschießen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Psychiater. Inwieweit sich Menschen dahingehend verändern? Macht ihr das nicht Bedenken, weil ihr ja auch, also ihr verkauft ja auch Waffen. Ist das nicht was einem dann durch den Kopf geht? Da habe ich kein Problem mit. Dafür haben wir einen Gesetzgeber. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es Leute gibt, die das an den Pranger bringen und haben noch nicht mal die annähernd die Fachkenntnisse über das, was sie reden. Das sind Leute, die kritisieren das Sportschützen? Die kritisieren das einfach, ohne den geistigen Hintergrund dafür zu haben. Ich meine, ich kann jetzt auch hingehen und kritisiere irgendwas. Glaubst du das wirklich, dass ein Rechtsextremer zu mir kommen würde, für eine Waffe zu kaufen? Der ist mit Sicherheit an 100 Stellen vorbeigefahren, bevor der bei uns ist, wo er wahrscheinlich Kontakt zu Leuten gefunden hätte, die illegale Waffen verkaufen. In Hanau war es ein Sportschütze. Ja, das ist so. Nur weil einmal was passiert, wie hat unser Minister gesagt, weil einmal Hochwasser ist, können wir nicht die ganzen Gesetze ändern. Oder so ähnlich hat er sich da ausgedrückt. Georg meint, die gesetzlichen Auflagen für den Besitz von Waffen sind hoch. Aber die besten Gesetze helfen nicht, wenn es dann an deren Kontrolle hängt. Ich meine, schon jetzt gibt es viel zu viele tödliche Waffen in der Welt und täglich kommen neue dazu. Jede neue Waffe erhöht einfach das Risiko, dass es zu Unglücken und Verbrechen kommt. Die 1,4 Millionen Sportschützen in Deutschland fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die allermeisten gehen sehr vernünftig mit ihrer Waffe um. Aber Waffen in den falschen Händen haben eine katastrophale Macht. Revolver, Pistole, Gewehr. Hattet ihr schon mal so eine Waffe in der Hand? Oder hattet ihr sonst irgendwie schon mit dem Thema zu tun? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und hinterlasst uns gern auch ein Abo.